Komfort mit Stil, eine ganz persönliche Atmosphäre schaffen und sich wohlfühlen mit Qualität nach Maß. Raffito Schiebetüren machen es möglich. Raffito Schiebetüren werden völlig nach Wunsch maßgerecht gefertigt und sind einfach einzusetzen. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Dekoren und verschiedene Umrahmungen. Auch kann aus einer Schiebetür im Handumdrehen ein geschlossener Schrank gemacht werden, mit einer Schrankeinteilung nach Maß. In diesem Lehrfilm setzen wir Schiebetüren in eine Nische ein. Bitte beachten Sie, dass bei einem freistehenden Schrank zunächst Seitenwände eingesetzt werden müssen. Messen Sie die gewünschte Breite von Wand zu Wand oder von Wand zu Seitenwand. Messen Sie diese Breite sowohl unten als auch oben. Bestimmen Sie anschließend die Höhe rechts wie links. Die maximale Höhe ist 279 cm. Höhen- oder Breitenunterschiede von mehr als 15 mm müssen ausgeglichen werden. Bestimmen Sie die Anzahl der Schiebetüren, das gewünschte Dekor und die Umrahmung. Die Schiebetüren können in der Breite von 30 bis 100 cm variieren. Die angegebenen Größen und die gewünschte Anzahl Türen bilden die Grundlage für eine stilvolle Zusammenstellung von Schiebetüren, die komplett nach Maß geliefert werden. Auf diese Weise schaffen Sie im Handumdrehen Ihre eigene Schiebewand. Mehr als Schraubenzieher, Wasserwaage und Bohrmaschine brauchen Sie nicht dazu. Beginnen Sie mit der Montage der maßgerecht gelieferten Führungsschienen. Bohren Sie in Abständen von 60 cm ein Loch in beide Spuren der oberen Schiene. Markieren Sie anschließend die Stelle der oberen Schiene auf der Decke. Achten Sie darauf, dass genügend Platz zwischen dem Schrankinneren und den Schiebetüren bleibt. Dieser Platz wird unter anderem von Handgriffen und Schubladen beansprucht. Die Befestigung dieser Schiene richtet sich nach der Art der Decke. Wenn Löcher in der Decke vorgebohrt werden müssen, nutzen Sie die obere Schiene als Schablone. Bestimmen Sie anschließend die genaue Stelle der unteren Schiene. Legen Sie die Schiene erst vor sich auf den Boden hin. Setzen Sie eine Tür in die Vorderseite der Deckenschiene und in die vordere Spur der Bodenschiene ein. Schieben Sie die Tür nach links und verschieben Sie die Bodenschiene so, dass die Tür genau senkrecht steht. Markieren Sie die Position der Bodenschiene. Wiederholen Sie diese Handlung an der rechten Seite und befestigen Sie anschließend die Bodenschiene. Achtung! Kontrollieren Sie vor dem Bohren, ob sich keine Leitungen im Boden befinden, die beschädigt werden könnten. Sollte es nicht möglich sein zu bohren, können Sie die Bodenschiene auch mit doppelseitigem Klebeband fixieren. Jetzt können die Türen eingesetzt werden. Die hinteren Türen zuerst. Halten Sie die Tür in einem Winkel von ca. 15 Grad und schieben Sie sie mit der oberen Führung in die hintere Spur der Deckenschiene. Setzen Sie anschließend die unteren Räder auf die Bodenschiene. Anschließend kann die vordere Tür in gleicher Weise eingesetzt werden. Damit das Erscheinungsbild stimmt, kann es erforderlich sein, die Türen entsprechend einzustellen. Das ist ohne weiteres möglich, indem Sie mit einem Kreuzschraubenzieher die Stellschraube an der Unterseite der Tür auf die gewünschte Höhe einstellen. Raffito Schiebetüren nach Maß können von Wand bis Abschlusswand, von Wand zu Wand und zwischen zwei Abschlusswände montiert werden. Die Schiebetüren können mit Hilfe des Raffito-Dachschrägensatzes auch unter einem Schrägdach montiert werden. Das Ergebnis? Komfort mit Stil, eine ganz persönliche Atmosphäre und Qualität nach Maß. Ganz nach eigenem Konzept mit maßgerecht gelieferten Raffito-Schiebetüren.